Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hearthstone im Ranked Gold 1. Platin riecht schon gut. Jetzt heißt es nur noch zwei Siege in Folge für Platin oder eben ein Sieg, eine Niederlage und ein Sieg. Reicht das? Sieg sind Gold 1? Nein, reicht nicht. Aber spätestens nächste Folge wird doch hoffentlich Platin fallen. Sonst wird es langsam knapp mit dem Monatssaldo, sage ich jetzt mal. Könnt ihr Ziel spielen, lohnt sich nicht, weiter geht's. Na, meine Hand ist nicht optimal. 40 Mana generieren, wahrscheinlich auch Clowns spielen. Clowns mag keiner. Sowohl bei DBD als auch bei anderen Formaten sind Clowns immer böse. Okay, mach mein Totem weg. Ja, muss ich jetzt schon Ausbilderin Feuerherz echt spielen? Habe ich eigentlich keine Lust drauf. Lohnt sich aber nichts anderes. Ich könnte natürlich noch Inara Sturmschlag spielen. Nächste Runde habe ich dann 2 Mana. Kann ich wieder nicht spielen. Lohnt sich irgendwie nichts. Hab keine Angst vor der Macht, fällt mir nicht. Evolutionsgeschosse. Karussell. Könnte es natürlich jetzt auch noch spielen. So will ich aber nicht. Nächste Runde 6 Mana. Ihn plus Karussell. Könnte gut werden. Ganz gute Kombi wahrscheinlich. Zumindest, was meine Hand hergibt. Wäre jetzt cool, wenn du einen fetten Diener spielst. Mit hohen Mana, mit niedrigen Mana-Kosten, hoher Body. Das wäre so top. Dann würde ich instant Karussell mit den Gleisterwagen spielen. Er macht aber nicht, weil er Mana generiert. Das heißt, pushen ist eigentlich die beste Variante, die ich machen kann. Und dann pushe ich mit dem entgleisten Wagen. Den brauche ich nicht zwangsläufig. Für das Late Game. Rupp, bitte kein... Jawohl. Gibberling ist gut. Der bringt mir nicht viel, aber 1-3er ist immer gut. 3-3er, 5 Mana leider nicht. 4-3er schon. Evolution bin ich zufrieden. Du kannst ja eh nichts wirklich ändern dran. Also sich aufregen, wenn man ein Evolutionsdeck spielt, bringt halt nichts. Weil manchmal lackst du rein, manchmal hast du Pech. Es geht ja nicht darum, dass du möglichst viel reinlackst. Dadurch gewinnst du ja immer. Wenn du richtig hart reinlackst, gewinnst du. Es geht ja darum, dass du versuchst, möglichst die Chancen zu erhöhen, dass du reinlacken könntest. Dem Diener 3 Schaden zu. Ich hätte gerne einen Zauber gewirkt. Könnte natürlich jetzt auch nochmal hier machen. Aber will ich aufheben für seinen. Wortkontrolle haben wir. Die kriegt er mit 5 Mana jetzt auch nicht weg. 6 Mana auch noch nicht. Mit 7 Mana wird es knapp. Mit 8 Mana, ja. Ja, doch. Da gibt es einiges. Yep. Und der linke ist mein Tod. Er hat noch Eifer, deswegen überlegt er. Ja, das ist halt... Ne, da, wie ich gesagt habe, das ist problematisch. Er wird um einen 1-3er gehen, bei Karten ziehen. Ja. Ja, jetzt stehe ich ohne Waffe da. Schau blöd aus der Wäsche und kann nichts machen. Außer sie ziehen für nächste Runde. Könnte jetzt halt hier das nochmal drehen und das muss ich auch fast, damit er keine 2 weiteren Karten zieht. Andererseits, nein. Doch. Es war aber schon ein richtiger Verzweiflungs
Move, das Karussell noch zu spielen. Aber zwei Karten plus, er macht mein Board mit einem Angriff kaputt. Kann ich einfach nicht liegen lassen. Habe ich halt nächste Runde nichts mehr, was ich spielen kann, nur die Waffe und ein Totem. Das ist halt auch wirklich kein Fortschritt. Gut, Schreckenskorsar, weil er kostenlos ist. Wird aber nicht viel bringen. Okay. Dadurch hole ich mir einfach nur Damage, wenn ich angreife. Cool. Auch toll. Muss die Waffe spielen. Habe ich keine Wahl. Bitte ein guter Lakai, 2 Schaden. Muss leider drauf. Morlock bleibt liegen. Bringt mir nichts drauf zu gehen. Will nicht GG sagen, aber ist okay, jetzt ist GG. Das ist natürlich jetzt sehr günstig für mich. Das war's. Ich kann jetzt noch versuchen reinzulaxtern, aber das wird nicht mehr viel bringen. Indem ich hier erstmal evolutioniere. Dann, warum wirst du eigentlich zu einem Inaktiven? Hat dir das jemand erlaubt? Das ist natürlich uncool, weil 2 Züge habe ich nicht mehr. Habe ich jetzt quasi einen Diener einfach geklaut bekommen. Blöd. Drauf oder Face? Drauf oder Face? Drauf oder Face? Face. Alpha ruft 2 Assistentinnen dabei. Ja, dann machen wir das doch so. Das war jetzt wieder reingelaxtert. Aber wie gesagt, das wird ein enges Match werden. Ich brauche jetzt unbedingt die, die mir die Waffe zurückgibt. Oder aber mit Inara und ein bisschen Face. Also ich muss auf jeden Fall den Face-Plan jetzt durchziehen, weil Bordkontrolle kannst vergessen, werde ich nicht mehr bekommen. Das als Evolve-Schamane ist schwer zu sagen. Tut ein bisschen weh, dass man sagt, man muss das Board aufgeben und jetzt nur noch den Face-Plan durchziehen. Vor allem, er ist ein Mana-Druide mit 9 Mana. Da wird irgendwas Fettes kommen, was Spott hat und dann schaut man blöd. Du bist halt keine Hilfe, gefangener Beobachter. Du hättest ein Ansturm werden können mit 4 Mana. Ey. Braucht er eh nicht mehr. Das ist ja toll. Ich hoffe, ihr habt meine Ironie in der Stimme gemerkt, als ich den Leistenwagen gezogen habe, wie ich mich freue. Ja, das ist gegessen. Hat er gut gespielt. Zweimal die Wildtierkarte hat gereicht. Weil ich nicht genug Tempo aufbauen konnte, leider. Da sieht man auch die Schwächen von so einem Deck. Dass du, wenn du dann mal nicht deine Strat durchbekommst und der Gegner schon, halt ziemlich schnell in die Röhre schaust. Das nenne ich Muskeln. Das nenne ich Muskeln. Das kann man mal machen. Ich bräuchte das Karussell, aber das habe ich jetzt schon 2-mal. Wird mir auch nicht mehr viel bringen. Immer noch alles und geben dann ein GG. Eifer. Wenn auch nur kurz. Gemeinsam besser, wenn auch nur kurz. Das war es dann trotzdem. Wir geben ihm noch die Ehre, den Todesstoß zu verleihen. Euer Schicksal
Damit er auch mal Jock spielen kann. Wenn er jetzt sein eigenes Board vernichtet, wäre das mega cool. Aber ich glaube, das kann Jock nicht. Bis ein Held stirbt. Oh mein Gott! Random! Los geht's! Mein Ziel zu siegen! Yes! Noch einer! Komm! Bitte! Nein! Weiter! Komm, 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 komm! Nein! Nochmal! Komm, bitte! Nein! Nächster! Komm, bitte! Ja! Der tut mir so leid! Oh mein Gott! Jock hat ihn getötet! Ja, verdient der Sieg. Geil. Also. Dann kriegen wir nicht mehr ein. Das ist zu gut. Oh, Leute, ey. Mach mich nicht fertig. Schön. Man nimmt daraus mit. Versucht nicht noch den Gegner irgendwie. Nein, er wollte nicht mehr mich vorführen. Er hatte einfach bloß gedacht, hey, wenn ich mal Jock schmeißen kann, schmeiße ich ihn. Er ist ja gut. Ja, hat man gesehen. Jock ist zum Verzweifeln. Jock nur schmeißen, wenn ihr hinten seid. Er macht nie was Gutes, wenn ihr vorne seid. Und selbst wenn ihr hinten seid, meistens nicht. Aber oh, das war zu göttlich. Es war jetzt hat so schön. Verdienter Sieg. Gegner wird sich jetzt, glaube ich, weiß nicht. Nach diesem Moment würde ich, glaube ich, das Spiel ausschalten und mir denken, okay, soll nicht sein. War aber lustig für mich. Danke an den Gegner für den Sieg. Er hat da eigentlich mehr verdient, weil er auch gewonnen hätte, wenn er nicht noch gedacht hätte, Jock mal in den Ring zu schmeißen. Aber gut, nehmen wir mit. Nächstes Match. So, nach dem Jock-Match ein bisschen fassen und nächste Match, es geht um Platin, Konzentration. Aber das, was da gerade passiert ist, bin froh, dass ich auf Aufnahme habe, sonst würde ich selber nicht glauben. Tut mir leid für den Gegner. Aber den Sieg nehme ich gerne mit und Jock wird er, glaube ich, nicht nochmal schmeißen, außer er hat keine Wahl mehr. Das ist halt das Problem bei Jock. Meistens schmeißt man ihn nur, wenn man halt verzweifelt ist oder es ausgeglichen ist und eher schlecht ausschaut. Wenn du vorne bist und eigentlich gewonnen hast, sollte man ihn nicht schmeißen. Hat man gerade eben gesehen. Aber gut. Ich glaube, er hat seine Lektion daraus gelernt. Auf die harte Tour. Tut mir echt leid. Man hat halt solche Situationen selber halt zu oft schon gehabt. Deswegen kann man das sehr gut nachvollziehen, wie man sich dann da fühlt. Auf der einen Seite bin ich jetzt halt überwältigt und glücklich und er wird, glaube ich, sehr happy sein und den ganzen Tag nicht davon reden. Ja. Aber gut, nächste Runde, nächstes Match. Groom of Seer, Turn 2. Haben wir zweimal die Waffe auf der Hand, dreimal die Gewitterblüte. Kann natürlich auch jetzt schon reincoinen. Quasi, würde ich auch machen, komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, ist okay. Hätte auch noch ihn spielen können hier, für die komplette Überladung. Aber nee, lassen wir mal lieber. Entgleister Wagen, nein, danke. Habe ich zwar im Deck drin, aber nicht so auf dem Feld lieber. Gott sei Dank hat er kein Removal. Bitte kein Removal, bitte kein Removal. Okay. Glück gehabt. Dann machen wir es nämlich so. Hätte es auch noch Boom of Zero so spielen können. Kann nur angreifen, wenn euer Zauberschaden erhöht ist. Absoluter Luschendiener. Dankeschön. Du hast 6 Schaden, natürlich auf alle Diener verteilt wird. 6 Dreier, er kann nur angreifen, wenn der Zauberschaden erhöht ist. Habe ich leider nicht. Dementsprechend wird er da erstmal eine Runde liegen bleiben. Aber hab schon Gegner schon auf 11 Leben gestellt.
definitiv die Waffe ziehen. Dann kann ich eigentlich nur noch einen Totem spielen. Das Gute an ihm ist, er hat einen hohen Body. Der Gegner weiß, ich kann ihn evolutionieren, also muss er trotzdem sich irgendwie um ihn kümmern. Also ich würde wahrscheinlich in der Situation vom Schurken mit 11 Leben schauen, dass ich irgendwie meinen Spielzug noch durchbekomme und eher darauf hoffen, dass ich die Waffe nicht nochmal habe. Jetzt weiß er es aber. Also muss er eigentlich das Board vernichten. 5 Mana Schurke, sehe ich das nicht. Ich glaube auch, das müsste für mich positiv laufen, der Ausgang des Matches. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Karten, die das drehen können. Deswegen nicht zu voreilig sein. Man hat es letzten Match gesehen. Wer übermütig ist und denkt, ja, ich habe eh gewonnen, liegt auf die Schnauze. Ah, das war der einzige, den ich nicht hätte sehen wollen. Für mich okay, so. Alamo-Bot ist richtig kacke. Okay. Das wiederum ist gut. Alles außer dem Mugul-Fleischformer, was mir Alamo-Bot holen kann, ist schlecht. Also wirklich schlecht. Ich hoffe, der Gegner weiß das nicht. Und wenn ich doch die 33% Chance bitte auf dem Mugul-Fleisch habe, bitte nicht dadurch mein Match kaputt machen, durch eine unglückliche Evolution. Wie ich gerade gesagt habe, es gibt immer so Sachen. Wobei Alamo-Bot halt für sie auch ein relativ simpler Kill wäre. Gerade Solarium Prime würde ich ja opfern, statt zu evolutionieren. Also es wäre jetzt nicht der Weltuntergang, wenn jetzt halt meine Waffe hier, also mein Grubenmeister. Nur die Waffe wäre tödlich. Wenn ich die Waffe jetzt halt rausgezogen bekomme, habe ich sie nur noch zweimal im Deck. Dann muss ich maximales Tempo machen. Und wenn sie jetzt ein Board Removal hat, plus Alamo-Bot holt mir meine Schatzplünderin, dann habe ich ein Problem. Aber Dankeschön. Perfekt. Dadurch ist der Random Faktor von meiner Hand weggekommen. Die Bruderschaft wird siegen. 6-6er Edwin ist okay für mich. Mir war eigentlich ziemlich egal. Ich gehe jetzt mal mit ihm drauf. Würde behaupten. Ja, das ist okay. Ein Dreier. Ich bin mal so risky. Eifer giftig. Nehme ich mit. Soll ich nochmal rerollen fürs Karussell? Nein. Weil nächste Runde Waffe anlegen, Waffe ins Face reicht. Waffe plus Karussell, kein Spot mehr da, ist Win. Jetzt dann noch zu hoffen, da kommt ein Ansturm bei raus, ist Bullshit. Man kann es natürlich noch forcieren, aber das wäre ja gleich hier wieder Jock-Move. Jetzt halt noch zu sagen, hey, mal Gewitterblüte und Karussell, yo, Ansturm, Sieg. Nein. Safe spielen. Wenn man verzweifelt wäre, wenn ich jetzt halt keine 30, sondern 2 Leben hätte oder 1, dann musst du solche Moves machen. Aber wenn du siehst, okay, Waffe kannst du anlegen, plus Karussell wahrscheinlich den Spot wegmachen, wenn sie einspielt. Du brauchst dein Board ja nicht mehr. Würde ich nie so riskant spielen, sondern auf die safe Nummer. Siehste, Spot habe ich trotzdem gewonnen. Gib mal einem GG. Mach es schnell. Und das ist der Sieg für Platin. Win 5 Spiele, damit auch geschafft. Und 2 Sterne. Platin 10, wie letzte Season, immer den letzten Stand am besten noch holen, weil da kommt man relativ schnell hin mit den Bonussternen. Und dann würde ich sagen, Leute, mal schauen, ob ich noch höher komme. Dann kommen vielleicht noch ein paar Folgen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Season wieder, im Januar. Und dann haut rein, guten Rutsch, bis zum Neujahr.
Oder eventuell auch nicht. Wie gesagt, aufpassen. Auf jeden Fall kommt gut rüber ins neue Jahr. Oder so. Bis dann. Ciao, ciao.